Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters für den PC. Im letzten Part sind wir hier auf Caldera angekommen und haben uns hier schon ein bisschen umgesehen und wir wollen hier mal ein bisschen weiter quatschen. Ich hatte zwar gesagt, wir gehen jetzt ins Ratsgebäude rein, aber hier Posodino sieht noch nach einem interessanten Typen aus. Früchte aus Arborea, Papageien aus Takarigua. Was kann ich dir anbieten? Wie läuft das Geschäft? Ach, die meisten Leute wollen nur den Zucker aus Takarigua. Und darauf hat Maurigato das Monopol. Ha! Und das nur, weil er im Hohen Rat sitzt. Erzähl mir mehr über Maurigato. Er hat sogar einen Pirat in unsere Stadt gelassen. Kannst du dir das vorstellen? Naja, ich bin auch ein Pirat. Unglaublich, ein Pirat. Ein fieser Kerl. Nicht so einer wie du. Du bist ehrenvoll. Das habe ich sofort gesehen. Ja. Ja, spar dir das. Erzähl weiter. Maurigato hat Garcia ins Haus des Hohen Rates gebracht. Und er hat sogar im Hotel gewohnt. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann zusehen, wo ich die Nächte verbringe, aber ihm spendieren sie ein weiches Bett. Ist ja eine Schweinerei. Hier, schlaf dich mal aus. Was? Ist das ein Zimmerschlüssel vom Hotel? Für mich? Umsonst? Na klar. Genau. Mach's dir bequem. Oh, danke. Ich hab direkt gesehen, dass du ein anständiger Kerl bist. Ob Pirat oder nicht, was spielt das schon für eine Rolle? Viele der ehrenwerten Herren tragen zwar eine Perücke, aber darunter... Ja, schon gut. Ja, stimmt wohl. So, aber apropos, weil er die Perücke auch gerade anspricht... können wir die in irgendeiner Form anlegen, oder? Dip. Ach, natürlich. Wir können daraus eine Voodoo-Puppe basteln. Logischerweise. Duh. Na klar. So. Verzeiht mir, ich kam nicht umhin mitzukriegen, dass ihr euch nach Garcia erkundigt habt. Das ist vollkommen korrekt. Und wer bist du? Das ist selbstverständlich unwichtig. Viel wichtiger ist, wer mein Herr ist. Wer ist dein Herr? Der Händler Azu. Er würde euch gerne zu einem Gespräch in sein Haus bitten. Was will er von mir? Selbstverständlich wird er das mit euch alleine besprechen wollen. Ist das eine Falle? Selbstverständlich nicht. Nein. Wenn das eine Falle ist, stirbst du zuerst. Ich versichere euch, mein Herr hegt keinerlei Absichten dieser Art. Na dann hopp. Sehr wohl. Folgt mir bitte. Natürlich kommt er nicht aus dem Hintern. So ein Diener darf sich auch mal beeilen, ne? Es heißt, wir fahren bald alle nach Arborea. Und da gibt es dann einen neuen Krieg. Wenn der Hohe Rat Frieden schließt, ist dieser Albtraum endlich vorbei. Hast du mal nach Norden geschaut? Ich glaube nicht an Frieden. Ich auch nicht. Mein Herr erwartet euch oben. Die Treppe hinauf auf der linken Seite. Links, ja. Okay. Kann ich mich hier vorher noch ein bisschen umsehen? Ich merke sofort, nein, hier was fehlt. Also versuch gar nicht erst zu klauen. Du hast hier nichts zu suchen. Okay. Ah, ihr seid da. Schön, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Natürlich. Du willst mit mir reden? Wie ich hörte, interessiert ihr euch für Garcia. Und wenn es so wäre? Nun, dann ist euch bestimmt bekannt, dass Maurigato ihm Zugang zum Hohen Rat verschafft hat. Und dass Garcia dort ein Friedensangebot unterbreitet hat. Was hast du damit zu schaffen? Garcia ist eure Angelegenheit. Mich interessiert nur Maurigato. Okay. Das hat sich gelohnt. Ja, das hat sich tatsächlich gelohnt. Kommen wir zur Sache. Warum bin ich hier? Ich möchte euch ein geschäftliches Angebot unterbreiten. Aha. Ich höre.
Ich kann euch behilflich sein, im Hohen Rat vorgelassen zu werden. Was zweifelsohne nötig sein wird, wenn ihr mehr über Garcia in Erfahrung bringen wollt. Im Gegenzug werdet ihr etwas für mich im Hohen Rat erledigen. Und zwar? Was genau soll ich erledigen? Mauregato ist nicht der Ehrenmann, für den er sich ausgibt. Seine Geschäftsmethoden sind fragwürdig und undurchsichtig. Doch er sitzt im Hohen Rat. Ohne einen Beweis für seine Machenschaften kann ich nicht gegen ihn vorgehen. Wie kannst du mich in den Rat bringen? Die Einzelheiten werde ich euch offenbaren, wenn wir im Geschäft sind. Na gut. Einverstanden. Wie komme ich in den Hohen Rat? Es freut mich, dass ihr meinem Wunsch entspricht. Da ihr nicht selbst ein Mitglied des Hohen Rates seid, werdet ihr als Gesandter dort auftreten. Als Bote von Mauregato wird man euch Einlass gewähren. Ich sehe nicht aus wie ein Bote. Die Wache hat Order, jeden einzulassen, der ein besiegeltes Schreiben vorweisen kann. Und ja, angemessene Kleidung wird vorteilhaft sein. Angemessene Kleidung? Sucht den Schneider Pantaleo auf und verlangt nach einem entsprechenden Rock. Er wird euch etwas anfertigen. Okay. Woher kriege ich ein besiegeltes Schreiben? Das ist der schwierigere Teil. Hierbei werden wir zusammenarbeiten. Ich setze euch ein entsprechendes Schreiben auf und ihr besorgt das Siegel von Mauregato. Ich soll es ihm klauen. Nun, wie ihr euch das Siegel beschafft, geht mich nichts an. Wobei es unabdingbar sein wird, die Grenzen der Legalität zu überschreiten. Aber als Pirat, der ihr seid, seid ihr das ja gewohnt. Gut, damit hat er nicht Unrecht. Wo hat er sein Siegel? Er bewahrt es in seinem Haus auf. Detailliertere Informationen sind mir nicht geläufig. Im Haus also? Sobald es in eurem Besitz ist, sucht mich auf. Dann besiegle ich das Schreiben und ihr steht schon mit einem Fuß im Hohen Rat. Okay. Dann wollen wir doch mal... Also, wir haben ein bisschen was zu erledigen. Hast du mal nach Norden geschaut? Ich glaube nicht an Frieden. Hoffen wir das Beste. So, zunächst mal. Pantaleo. Also besser, du fasst nichts an. Ich brauche Botenkleidung. Ach so, ihr habt eine Anstellung gefunden. Nun, dann braucht ihr einen Rock. Also bei der Gelegenheit können wir auch über euer Schuhwerk reden. Nur den Rock. Ich habe noch einen in eurer Größe. Ein paar Änderungen hier und da und er wird passen. Okay. 500 Gold. Natürlich. Natürlich minimal mehr, als ich habe, ne? Tja, blöd. Okay. Ist aber kein Problem, das kriegen wir hin. Zum Beispiel das Hexenamulett kann weg. So. Die Geistessenz behalten wir mal noch. Wobei, schwarze Magie, ist mir egal. Weg damit, nutze ich eh nicht. So, genauso wie den Trank des Schützen, der kann auch weg. So, da fällt mir gerade ein. Na gut, Schützentrank. Ist Schützentrank jetzt Trank des Schützen? Keine Ahnung. Naja. Ah ja, und durch die Schwertdorn-Essenz. Ah ja, doch, hier. Schützentrank ist der Trank des Schützen. Das heißt, das Rezept ist für einen Poppes. Das interessiert mich nicht. Die Schaftblick-Paste ist jetzt auch eher weniger interessant, aber warum nicht, sage ich mal. Ja, aber die Schwertdorn-Essenz ist gut. Die Schwertdorn-Essenz finde ich tatsächlich ganz interessant. Gut. Ja, der Ring des Jägers. Ja. 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 Naja. Ich nehme die Botenkleidung. Dann probiert sie doch gleich mal an. Jo, machen wir. Ah ja, ich sehe schon. Es spannt etwas über der Brust. Ach, hier ist kräftig gebaut. Das wird nicht lange dauern. Na, hoffe ich doch.
So, das sollte gehen. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal. So, dann will ich aber auch noch... Benimm dich hier! Ja. Zeig mir deine Sachen. Du hast... Hoffentlich... natürlich hast du keine Voodoo-Puppe. Nee, blöd. Das ist gerade blöd. Lass mich mal an den Voodoo-Altar. Ja, es fehlt eine Voodoo-Puppe. Ach, dang it. Dang it. Das ist doch doof. Und er verkauft auch keine. Alles blöd. Aber warum folgt ihr mir denn hier die ganze Zeit, ey? Jetzt mal ganz ehrlich. So, dann gehe ich hier einmal raus. Jetzt sollten sie mir nicht mehr folgen. Also hoffe ich zumindest. So, was hast denn du hier so im Angebot? Haben wir hier eventuell... Nee, aber wie... Oh, hier haben wir die Schnupftabakdose. Und die Diebeskunst plus 10 könnte ich echt gut gebrauchen. Das Problem ist nur... Na komm, die können mal alle weg. Flüche nutze ich eh keine. So, das Problem ist nur die Kohle, die ich dafür benötige. Der Rubinring, ja komm, der kann auch weg. Dann wird's jetzt aber auch tatsächlich schon kritisch. Goldklee kann ich einiges verhökern. So. Keine Ahnung. 50 Stück. Sind immerhin 500 Gold. Nee, ich wollte gerade sagen, haben wir hier nicht irgendwelche... Irgendwelches Zeug, was wir noch teurer verkaufen können, aber scheinbar nicht. Oh, die Keule, die kann natürlich auch weg. So. Gut. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wofür ich die Edelsteine hier noch gebrauchen kann. Sonst würde ich die natürlich noch verkaufen. Tja. Ich glaube, ich verkaufe mal 2 der Diamanten. 2 der Smaragde. So, und dann hier ein bisschen was von den Goldbrocken. So. Können wir uns jetzt auf jeden Fall die Schnupftabakdose kaufen. Was ich sehr gut finde. So, der Matrosenring ist mir egal. Die Karte ist mir auch egal. Ach, habe ich sogar schon. Gut, nur wahrscheinlich brauche ich dann wieder ein bisschen Zeug, oder ein bisschen Geld zumindest, für den Zimmerschlüssel, den neuen. Dann verkaufen wir noch ein paar Schädelblüten, so. So, 20 Stück. So, Dankeschön. Gut, dann hätten wir das. Ja, dieses ewige Hin und Her hier. Naja. Hey, Lucia. Nichts. Ich will das Zimmer von Garcia. Warum? Ihr habt doch schon ein Zimmer. Das habe ich Posodino überlassen. Er wohnt jetzt dort. Eine sehr großzügige Geste von euch. Nun, dann werde ich Garcias Zimmer wohl mal aufräumen. Das ist nicht nötig. Gib mir einfach nur den Schlüssel. Wie ihr wollt. Aber ich gehe mit dem Preis nicht runter, nur weil es nicht aufgeräumt ist. Das ist kein Problem. Na dann. Hier, nehmt den Zweitschlüssel. Passt gut darauf auf, es ist der letzte. Ihr hatte das Zimmer neben die Silva. Dankeschön. Sehr freundlich. Dann wollen wir doch jetzt mal in das Zimmer von Garcia reinschauen. Immerhin kriegen wir die Tür jetzt auf.
Aha. Eine verschlossene Truhe. Na. Irgendwie hat man ja damit gerechnet, ne? So. Mal schauen. So, so. So, so, so. Nee, nach natürlich. Moment. So, so, so. So, dann die beiden und dann der zum Schluss. Perfekt. Sehr schön. Ein Geisteramulett. Aha. Knochen. Eine Voodoo-Rassel. Gut, meinetwegen. Ein Ritualmesser. Ja, das haben wir schon. Lass das! Aber das. Komm, geh raus hier. Das ist mein Zimmer. Ja, ich kann hier machen, was ich will. Blöde Troller. So, und natürlich ist die Kiste dann ein bisschen zu heftig für uns. Trotz unseres Klingenrings und trotz der Schnupftabakdose. Und das nervt gerade. Das nervt gerade richtig. Tja. Ich überlege, ob wir das oder wie wir das jetzt am besten machen. Aber ich sehe hier tatsächlich keine Möglichkeit, da mal so auf, eben auf die Schnelle, ganz kurz, 10 Punkte in Diebeskunst reinzukriegen. Das ist blöd. Boah, was war denn das für ein Ohrring? Jade-Ohrring, ja, schwarze Magie plus. Schade. Schade, schade. Naja. Was soll's. Da fällt mir ein. Haben wir hier noch irgendwas Sinnvolleres? Nee. Nee, haben wir nicht. Na gut. Legen wir uns mal kurz bis zum nächsten Morgen pennen. Okay. Benimm dich hier! Ja, mach ich ja. Zeig mir deine Sachen. Du hast sicher keine Voodoo-Puppen. Nee. Das ist so blöd, dass man die kaufen muss. Nee. Oh, ich kann mir aber einen Trank des Diebes kaufen. Den will ich haben. Den will ich tatsächlich haben. So, hier, das Ding kann weg. Gib mir mal bitte einen Trank des Diebes. Dankeschön. Damit ich an die 90er-Kiste rankomme. So. Okay. Uiuiui. So. Na? Nicht hier. Okay. So, so. Dann die beiden. Dann die. Na, natürlich nicht beide. Wäre ja auch zu einfach gewesen. So, die beiden. Der, der und der. Sehr schön. Hui. Glaubst du, ich bin blind? Okay, hier kriegen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was in Gold zusammen. Das ist schön. Das ist sehr schön. So. Damit können wir uns jetzt bei einem ordentlichen Voodoo-Händler eine Voodoo-Puppe kaufen. So. Dafür gehen wir mal kurz zum Schiff zurück. So. So geht das schneller. Chani, hast du vielleicht gerade eine? Nee, na gut. Dann nicht, war nur so eine Idee. Da fällt mir aber ein. So, hier mal den Ring wieder ändern. Es wird. So. Wir
verschwinden mal ganz kurz nach nach Antigua. Ja. Ja, das klingt nach einem Plan. Denn hier haben wir Emma. Die Gute, die müsste uns eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch Voodoo-Puppen verkaufen. Und ich hoffe sehr, dass sie das tatsächlich tut. Denn ansonsten muss ich einmal nochmal zu den Chaganumbi zurück und das fände ich blöd. Wobei, da muss ich eh nochmal vorbei. Die haben da noch was. So, hey. Zeig mir deinen Kram. Na? Sieh dir ruhig alles genau an. Das hatte ich vor, danke. Und ich krieg hier echt... Ah doch, hier, Voodoo-Puppe. Okay. Dankeschön. Mann, sind die teuer. Aber dafür haben wir hier auch ein bisschen Zeug, was wir jetzt wieder verkaufen können. So eine Schale und so hier. Bisschen Zeug halt. Gut, das wäre das. Und tatsächlich wäre es das dann auch. Ich überlege gerade, ob ich hier die anderen Tränke noch holen sollte. Also hier den die Geistessenz. Aber warum eigentlich nicht? So. Gehen wir hier an den Voodoo-Altar und basteln uns endlich die Voodoo-Puppe Maurigato. Sehr schön. So, die Frage ist jetzt, wo kann ich hier mal kurz was zusammenbrauen. Benimm dich, solange du hier bist. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Weil einen Braukessel habe ich hier tatsächlich nirgends wirklich gesehen. Naja, was soll's. Was soll's. Gehen wir jetzt erstmal mit der Perücke zurück zu Maurigato. Damit wir... Ach, Mann. Das war einmal Rechtsklick zu viel. So, nach Caldera möchte ich gerne. Dankeschön. Damit wir da was auch immer bekommen, was wir benötigen. Hier den versiegelten... hier das Siegel. Stimmt, das war's. Das Siegel brauchen wir natürlich. Und warum ist hier schon wieder dunkel? Mann. Ich hatte doch beim letzten Mal extra beim letzten Besuch hier extra gepennt, damit es nicht mehr dunkel ist. Da ist es schon wieder dunkel. Nee, nee, nee. Mann, Mann, Mann. Naja, präsentiert das Gewehr. Macht halt. Mir doch egal. So. Gut. Dann wollen wir doch mal hier nochmal zu Maurigato. Hey Maurigato, ich habe eine voll tolle Idee. Wie wär's denn, wenn ich dich gerade mal kontrolliere, so ein bisschen? Fände ich total toll. So. Sehr schön. Dann hätten wir das. Und dann können wir natürlich auch einfach mal direkt hier reinschauen. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Nicht? Verdammt. Aber hier ist der Siegelring. Sehr schön. So. Die
Kiste hatte ich schon ausgeräumt, okay. Dann gucken wir hier nochmal. Ah, da haben wir jetzt auch den Schlüssel. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Oder auch nicht. Abholschein, ein Pokal. Ja, nehmen wir alles mal mit. Warum nicht? So. Das wäre das. Ist das jetzt der Schlüssel für die Truhe hier oben? Dafür habe ich keinen Schlüssel. Nee. Komisch, komisch. Aber naja. Meinetwegen. Sollte ich das wirklich tun? Okay. Aber wenn er so nachfragt, ne? Dann gibt es eventuell tatsächlich noch was zu tun hier. In Maurigatos Körper. Warum stehst du nicht vor der Tür? Ich werde sofort. Na dann los. Mein Herr. So. Meister? Gib mir den Schlüssel fürs Haus. Ihr besitzt ihn bereits, Meister. Oh, natürlich. Mach dich nützlich. Natürlich. Mach dich nützlich. Mach einfach irgendwas, aber steh nicht weiter hier dumm rum. Dafür habe ich keinen Schlüssel. So, noch die Karaffe. Oh, ich habe den Grog hier vollkommen übersehen. Ist ja eine Schweinerei. So. Oh, Liebster. Kann ich irgendwas für dich tun? Wo sind meine Pantoffeln? Da, wo du sie hingestellt hast. So. Gut, das ergibt natürlich Sinn, ne? Was immer ihr wünscht. Na, wirklich nützlich machen, oder wirklich wie nützlich machen, sieht das ja jetzt nicht aus. Aber okay. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Sieht mir ansonsten aber auch nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas weiter zu tun. Sollte ich das wirklich tun? Ich könnte natürlich auch versuchen, ihn zu diskreditieren. Nicht wahr? So, mal schauen, was wir hier noch so machen können. Schön, euch zu sehen. Ja, hi. Nein, ihr habt euch bestimmt vertan. Habe ich das? Dafür habe ich keinen Schlüssel. Schade, schade. Kein Schlüssel dafür, hm? So. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Okay. Für die Truhen brauche ich also generell Schlüssel, ja. Wenn ich nicht im eigenen Körper unterwegs bin. Mist. Naja. Passiert halt. Ihr seid nur normale Bürger. Ihr seid mir egal. So. Du musst weiter. Mal schauen. Eine Gaganuss nehmen wir auch noch mit. Herr Azuro möchte nicht gestört werden. Ach ja? Aber wenn es wichtig ist. Genau. So, nämlich, ne? So, Azuro. Komm mal her hier. Maurigato, was hast du hier zu suchen? Bist du gekommen, um mich zu verspotten? Geh! Ich soll gehen, aber na gut. Meinetwegen. Kann ich aber auch wenig Unfug anstellen gerade. Das finde ich schade. Und Piratendolch, ja komm. Zeigen wir, wie Maurigato hier alles ausraubt. Das wäre doch was. Ja, bitte.
Das wäre doch was. So. Hier die Kiste zum Beispiel. Scheint aber niemanden zu interessieren. Hm, blöd. Naja. Wahrscheinlich haben sie alle Schiss vom Morigato. Weil der so viel Einfluss hat. Das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Naja. Naja. Ja bitte? Hm, da können wir auch nichts weitermachen. Okay. Was hast du denn hier zu sagen? Nein, im Moment ist es bist nur eine Bürgerin. Dann bist du mir egal. Sieh an, der Meister persönlich. Ja. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit meiner Arbeit. Na, aber... viel zufriedener geht schon kaum noch. So. Hier ist nichts weiter zu finden. Lucia. Ach, Meister Morigato, willkommen. Okay, du sagst auch nichts weiter Interessantes. Menno. Das finde ich jetzt doof. Ich will hier ein bisschen Unfug treiben. Aber das Spiel lässt mich nicht. Mann. Ist ja blöd. Hm. Tja. Ich wüsste nicht, worüber wir beide reden sollten. Dann scheinen wir aber tatsächlich soweit alles gemacht zu haben. Mit Morigato. Außer natürlich, wir können hier noch irgendwie als er in das Ratsgebäude. Das wäre noch eine Idee. Meister Morigato, wünscht ihr Einlass? Ja, ich wünsche. Danke sehr. So, aber ich würde sagen, hier drin schauen wir uns da beim nächsten Mal um. Denn die Folge ist jetzt doch schon ein bisschen länger geworden als eigentlich geplant. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.